So, hallo zusammen, willkommen zu diesem neuen Format Battle of the Tentacles. Aber wir hauen uns nicht real auf die Fresse, sondern, ja, Pech gehabt für alle, die es gern sehen wollten, wir hauen uns virtuell auf die Wrestling. Fresse. Und zwar wollen wir hier in diesem Format immer mal wieder unterschiedliche Spiele spielen und gegeneinander antreten. Wir fangen an heute mit Mortal Kombat XL. Und ich habe hier den Sven von Just Nerds TV und der wird sich mir jetzt mal stellen und mal schauen, ob er so schlecht ist, wie er behauptet, oder ob er mich hier platt macht. Pures Understatement. Ja, genau, ich befürchte es nämlich. Ja, also So. die Gerüchte über meine nicht vorhandenen Skills sind durchaus alle wahr. Ja, okay. Also wir starten jetzt mal den Zwei-Spieler-Modus, 1 versus 1, das klingt doch nach dem, was wir wollen. Und also ich bin Spieler 1, Sven ist, wenn er Der die verliert. X-Taste drückt, Spieler 2. Ich bin der verliert. Genau. So, und wir machen jetzt einfach mal ein paar Runden und wir werden dann auch schön ab Ende dann den Spielstand festhalten, so dass wir dann im Laufe der Reihe dann immer so sehen, wer welches Spiel wie, bla und so weiter. Weil ich könnte mir schon durchaus vorstellen, dass wir auch mal das ein oder andere Retro-Spiel auspacken und dann gegeneinander zocken werden. Und Aber vielleicht mal nicht nur Beat'em Ups, wo ich standardmäßig immer auf die genau, Fresse genau, bekomme, sondern sondern andere durchaus auch mal ein Genres. Rennspiel oder irgendwas völlig Bescheuertes, wer weiß, was uns da noch so einfällt. Eine schöne 24-Stunden-Party Civilization. Ja, von mir ist auch mal ein StarCraft gegeneinander oder ein altes Command and Conquer oder Noob versus Noob. ja, genau. Also so soll es dann mal losgehen. Wir wählen jetzt mal unsere Kämpfe aus. Ich habe Mortal Kombat schon eine Weile nicht mehr gespielt. So geht es mir leider auch. Ich vermute, ich kriege auch richtig böse auf den Sack gleich. Ich kann mich nicht so wirklich. Ja, komm, ich nehme den Klassiker. Den Klassiker, ja, dann nehme ich doch auch mal. Dann fangen wir mit den Klassikern an. Und Eismagier habe ich da immer gespielt, genau. So, jetzt bin ich mal böse gespannt, hä? So, und los Wie geht's. gut kann mein Männchen springen? Ich bin Sub-Zero, der Sven ist Scorpion. Also die alten Todfeinde kämpfen jetzt hier auch um Gottes Willen. Geht ja schon gut los. Ich habe die ganze Zeit jetzt Kriegfälle gespielt. Ja, So, das wollte ich auch machen, Oma hier. Wenn du so einen Pro-Gamer irgendwie siehst, der ja, wird genau, denken, sieht's Gott aus. im Himmel. Jawohl. Jawohl. Ich weiß nicht mal, wie man die Scheiße auslöst. So lange ich schon das Dreck spiele. Ja. Das läuft richtig gut. Der Thomas hat schon einen Fehler gemacht, er wollte eigentlich sagen, er ist Scorpion. Ach so, ja. Ja, genau. Aber sieht so, ich bin nicht perfekt. Viel fehlt aber auch noch dazu. Ah, toll. Ich hab mal getroffen, oh toll. Ja, den weiß ich leider auch nicht mehr. Ah, naja. Du kannst mir nicht. Ich bin nicht beeindruckt. Ja. Also ich hab mich schon schneller besiegt. Ja, das mag sein. Gott, ich kann nichts mehr. Neun Kämpfer wieder. Ja, definitiv. Ja. So ist das, so ist das. Ja, dann mal schauen, mit wem kann ich noch verlieren.
Ich nehm jetzt mal hier. Wir können ja mal so ein Horror-Duell machen hier oder sowas, ne? Oh ja, Alien vs. Predator. Alien vs. Predator und dann danach können wir Jason vs. Leatherface oder so. Ja, dann machen wir jetzt Alien vs. Predator. Magst du Alien oder magst du Predator? Ach, ich würde mit beiden, von daher ist es egal. Okay, dann nehme ich Alien. Predator. Ah ja, das ist gut. Das Alien ist in der Tat wesentlich schneller, als es eigentlich aussieht, habe ich noch in Erinnerung. Ja. Das sieht so riesen klobig und schwerfällig aus, ist aber relativ schnell. Nee, der klobig und schwerfällig ist deiner. Ja, der Predator. Ups. Ja, genau. Live. Nee, nicht live, aber... Wir schneiden es mal raus. Ist zu anstrengend. Fight. Aber ich finde schön, wie sie auch das grüne Blut so umgesetzt haben, ne? Was könnte das für ein Mal? Vielleicht hätten wir vorher üben sollen, ne? Aber das hätte es ja langweilig gemacht. Üben kann ja jeder. Eben, läuft gerade so gut vorm Üben. Genau. Aber, das macht man. Aber. Ach, kacke, da brauchen wir noch hin. Schön, dass bei den Röntgenaufnahmen auch wir am Charakter dran geblieben sind und nicht irgendwie so ein Standard-Skelett irgendwie da benutzt haben. Ja, das hatten wir auch. Das läuft ja spitze. Round 2. Fight! Guck mal, der ganze Boden ist schön grün! Aua! Wie blockt man hier nochmal? Ich hab keine Ahnung, ich kann nur einen Schlag. Ja, also wer blockt schon, ja? Angriff! Wer blockt von hier? Angriff! Ja, das war's fast. Schwer beeindruckt. Ja, gell? Auch die habe ich leider alle vergessen. Ja, aber auch das ist ja schön. Sogar, guck mal, sogar da haben sie das beachtet mit dem... Cool, das wusste ich gar nicht. Mit dem generell viel Wert legt, auch im Story-Dingens dann, auf einen vernünftigen Story-Modus beim Spiel. Das ist sonst eher Seltenheit bei Beat'em-ups. Ja. Oder Brawler oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich möchte gern Jason. Jason Voorhees. Leatherface. Schicke Frau. Ja, super, schicke Frau-Schuhe. Der schreit auch so schön. Mit den beiden habe ich tatsächlich noch nicht einmal gespielt, im ganzen nicht, seit ich das Spiel habe. Ja? Nee, ich habe den Story-Modus noch nicht durchgespielt. Im Story-Modus waren sie auch nicht drin, okay. Weil die ja erst nachgeliefert wurden. Dann. Das kann ich erklären. Gut, da steckt was. Round 1. Fight! Jetzt habe ich eine Kette. Die hast du auf dem Rücken gestellt. Toll, da gibt es ja viele. Läuft ja klassisch gut. Tiefschlag, yay! Zieht auch richtig in den Händen. Ich hab rausgefunden, wo man blockt. Auf R2. Jetzt schon, nach zwei kompletten Kämpfen. Ja, das klappt richtig gut. Ich finde es immer noch geil, finde ich. Ja, das ist schon. Sehr gory natürlich, ja. Ich versuche die generell in jedem Kampf anzubringen, ob es klappt oder nicht, ob es Sinn macht oder nicht. Ja. Fight. Ja,
Also ihr seht jetzt halt mal die Moves von Jason, ja. Wir haben es ja vorher so abgesprochen. Ja, ja, natürlich. Ich bin schon über echt so gar nichts. Ich hasse Speedarts im Multiplayer. Ich hasse sie wie die Pesch. Das ist auch ein Genre, was ich nie im Leben im Multiplayer spiele. Weder online noch im Couchcore, wenn dann irgendwie Street Fighter 2 auf dem Super Nintendo überhaupt. Echt? Ja, ich lieb's ja. Auch wenn ich halt online meistens auf die Fresse krieg. Nee. Das ist so ein Spiel, ich spiele Story-Modus einmal durch, wenn es einen gibt, und das war's im Normalfall dann. So, tja, was machen wir denn jetzt hier? Ich hab keine Ahnung mehr mit ihrem Charakter. Ich hab einigermaßen vernünftig klar geguckt, als ich das gespielt hab, bitte. Oh, Regen, wie ist man Regen? Oh, Regen aus der Zukunft. Das sieht ja witzig aus. Tron geklaut. Wie Boraicho, den kenne ich auch nicht. Du kannst auch der Dings, der. Wie heißt der? Der Ryu von. Was ist denn? Ja. Der ist recht einsteigerfreundlich. Ach, einsteigerfreundlich wurde ich nur bewertet. Liu Kang heißt er. Ja. Achso. Das ist Story-Modus eigentlich mit allen irgendwie durchwechselt. Jeden zweiten, dritten Kampf habe ich da eigentlich nie wirklich so einen Favorit ausgemacht. Ja. Du verschwendest Zeit mit Sterblichen. Ihr Schutz ist meine Aufgabe. Ja, ja, bla, achso, ich will es noch nicht sprechen. Round 1, fight! Wie konnte der nochmal? Ah, okay, das war der Move. Gleich 500 von der Ausführung, ja. Ah, den habe ich gesehen. Also, okay. Jetzt wird's gefährlich. L2 und R2 gleichzeitig. Ah, komm, und dann klappt das die ganze Zeit noch. Frag halt, Kerle. Sei unfair. Oh, ich hab's noch nicht gesagt. Weil ich den auch richtig schön eklig finde, irgendwie. Das ist nicht mehr. Ich bin doch gesprungen. Mal Spielgenossen, was kann ich nicht? Irgendwie kann FIFA auch so. Oh Gott, ja, das wird. Aber das habe ich leider auch nicht. Das hätte ich sogar mal gemerkt. Echt? Oh, okay, ja, das ist Pro Evolution, hätte ich. Ja, ist auch egal, weil das kann ich nicht, wirklich auch nicht. Das ist nämlich auch ein interessantes Spiel, das keiner rumbeinen kann. Oder Vorschläge aus der Community, was man denn mal spielen könnte? Ja, sofern wir es haben. Ja. Wenn wir jetzt noch nicht ausleihen.
Flo, kehr zurück. Au, au, au. Au, 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 Flo, Mensch. Ja. Ach komm, es war auf der Nebel. Bislang bin ich nicht beeindruckt. Ich kann es nicht mehr. Für deinen Finisher Skills. Ja. Einer brutaler als der andere. Mhm. Super. Aber ich hab dir eine Runde abgenommen immerhin. Ja. Und jetzt weiß er auch noch, wie die X-Ray-Moves gehen. Aber jetzt geht's anders lang wahrscheinlich, ja. Jetzt drehen wir das Spieß ja mal ganz gewaltig. Aber ich glaube, ich bin besser, wenn ich erst schnelle Charaktere spiele. Johnny Cage. Oh, jetzt habe ich einen anderen Spielskörper. Das ist ja so ein dermaßen skurriler Charakter. Ferrator? Ja. Call me. Einer von vielen. Also, ich weiß nicht, was ich das ausgedacht habe. Der muss echt was Falsches gegessen haben am Vorabend. Jedes Mal. Ja, bei Street Fighter bricht man alles ab. Fight. Mit kleinen Kindern auf vorne. Achso. Der Knie. Jetzt sitzt du ehrlich. Ich groove mich langsam ein. Mhm. Ich hätte nie was für dich getan. Round 2. Fight. Entschuldigung, wenn ich jetzt verliere, dann hat gerade kurz gestreikt. So, jetzt zeig mal deine Finishing Skills. Ah ja. Oh, fuck. Ich kann keinen einzigen Finishing Move. Ich wollte halt diesen komischen Spagatschlag da machen oder irgendwie. Endet mal, das geht. Johnny Cage, Alter, also ich bitte, der kriegt doch keinen Spagat mehr hin. Ja, klar. Der hat schon graue Haare. Ach, scheiße. Es geht dann trotzdem, glaube ich, in der Dings, weil ich halt. Aber ich kann. Doch, ich kann wechseln. Oh, jetzt meinst du aber ernst, oder? Gaucho? Nee. Ich nehme lieber den normalen. Kung Lao. Was ist jetzt mal mit Raiden? Raiden. Gegeneinander. Ja. Beide Hutträger. Ja. Und komische Käuze. Mein Mentor. Entschuldigung.
abgezollt. Ich glaube, ich werde erforscht. Wenn mir sowas echt selten absieht und sowas passiert. Dass ich verliere, wenn du verlierst, ist natürlich umso peinlicher, was dein Genre ist eigentlich. Ja. Ich bin quasi der FC Wales von Mortal Kombat. Oder Island. Zweiter verlorener Kampf. Darauf muss ich ein Stück drücken. Nee, ich sage, ich kann das Ganze locker anspielen, oder? Und ich gebe den Kampf und gleich nicht. Nee. Mann. So, einfach kein Finishing-Move, aber wir haben ein X-Ray-Move zum Finishing. Das war wenigstens etwas. Ja. Mann. Ja, es gibt Charaktere, da läuft es ganz gut. Ja, ich merke schon. Was sind wir mal mit dem ich glaube ich noch nie gespielt habe? Diesen Drehbock-Dings da. Triborg. Ja, mit dem habe ich glaube ich noch nie gespielt. Na gut, ich habe halt mit jedem schon mal gespielt. Den habe ich auch nicht so oft gespielt. Ja. Tremor. Was ist Stage steht gerade nicht mehr, wo der Kampf steht. Nee, du bist toter Wald. Ja. Ich stell mich hin, welchen toter Baum. Deswegen auch das grüne Shirt, du bist ja. Toter Wald. Der Wald hat ja gerade auch ganz schön Arsch versohlt. Ja, ich weiß. Scheiße, ey. Fight. Ich hab keine Ahnung, wie ich's mache. Wenn ich mal was hinkriege, dann bin ich nicht reproduzierbar. Wirst du wohl nicht den Kopf verlieren? Da kriegt das Wort Kopf eine ganz neue Bedeutung, ne? Au. Ja, dann gibt's den Move, hab ich auch noch nicht gesehen. Wenn du noch nicht gespielt hast. Ja. Ja.
Verdammte Kacke. Verdammte Axt. Die Cyber-Initiative lebt. Yeah, Baby. Jetzt können wir mal die Runde mal vorbei. Nach nicht so viel im Abspieler, die auch so unkoordiniert irgendwie Button meschen und dann immer nur eine Attacke machen, wenn sie mal hinkriegt haben. Ja, ja, das ist super. Der Vorteil ist bei dem, wenn sie dann die eine Attacke machen, das ist recht vorhersehbar. Zum Glück stand da aber bei der Stein wahrscheinlich echt für den Move ja auch noch ziemlich schief gegangen. Ja, ja. Das war eine beabsichtigte Tür. Ich versuche ja nicht an, dass man koordinierte Attacken von Spielermenschen. Ich hätte überhaupt nicht, macht das nett oder was? Ich habe wahrscheinlich koordiniert an sich. Und die Tulli rennt auch noch rein. Ja, das ist wirklich zu Ehrenrettung nochmal, was? Was reißen wir denn mit der Energieleiste nimmer aber? Bewegen! Guck das mal! Ja, guck dich mal an. Oh, fast ein finish Move. Aber nur fast. Oh, guck mal, ich hab Lava. Warum setzt sich die im Kampf mit ein? Das sieht eher wie ein eitriger Auswurf aus. Ja, von mir aus auch das. Wessen Statistik versaue ich jetzt hier eigentlich gerade komplett? Meine Zweitstatistik. Okay, gut. Also nichts Schlimmes. Ich dachte schon. So. Den hatte ich noch nie. Ich hatte schon mal einen Story-Modus, das ist langweilig. Glaube ich, wenn das so ein Scheiß wie bei Tekken, wo er nur auf dem Boden rumflackt die ganze Zeit, dann kriege ich jetzt. Den hat er bei Tekken so genervt, bei dem dieser Drunken Master, der die ganze Zeit nur auf dem Boden rumliegt. Dr. Boskonovic, Koskonovic, ich weiß nicht, irgendwie sowas. Das hat auf jeden Fall brutal genervt. Da kam man hoch für 3-4 Kicks oder irgendwas und lag wieder flach im Boden schon nicht mehr getroffen. Round 1. Das war jetzt richtig stark. Guck, der steht. Das hier immer funktioniert, damit ich ewig lang den Boden geschaut. Und gar nicht mal aufhören damit. Ja, das getroffen. Das mag sein, aber in der Tat, ne? Ja. Ja. Na je. Ja, kommt mir aus kurz, wenn ich das sehe. Baby.
in der Ausmaße. Freundchen, dämliche Zeitpunkt ist zu machen. Buch versammelt, genauso wie ich. Und der Rest war Geschichte. So, ja, wen nehmen wir denn jetzt hier? Hm? Schwein doch hätten es denn gerne. Also, wir haben jetzt 8 Siege für mich und 1 oder 2 für mich. 3 für dich, glaube ich. Ach, unten meinst du. Ja, also ich würde sagen. Das sah es ganz gut für mich aus bei Mortal Kombat. War aber zu erwarten. Ja, mal schauen, was wir uns das nächste Mal aussuchen. Danke Sven auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis nächstes Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.